Zu meinem Vortrag. Ich habe versprochen, euch heute was über den Begriff der Interdisziplinarität und der Totalität zu erzählen. Ich muss sagen, meine Überlegungen zu solchen Sachen schwanken eigentlich die ganze Zeit. Und daher versteht doch bitte meine Ausführung auch ein wenig als Festhalten eines laufenden Prozesses. Und damit auch ein bisschen als Testballon. Und mal sehen, was heute noch so damit passiert. Zum Aufbau des Referats. Zuerst möchte ich ein wenig auf gängige Auffassungen über Vorstellungen von interdisziplinärer Forschung zu sprechen kommen. Darauf werde ich zeitlich in die 20er und 30er des letzten Jahrhunderts springen. Und hier möchte ich mich mit Georg Lukács und Max Horkheimer einen klassischen, aber weitestgehend vergessenen Vorschlag machen, was Interdisziplinarität doch wohl heißen könnte. Also zu den gängigen Vorstellungen über Interdisziplinarität. Ich möchte zu Beginn exemplarisch auf einen Ansatz verweisen, und zwar auf einen Aufsatz von Klaus Günther und Rainer Forst. Er heißt »Zur Herausbildung normativer Ordnung, zur Idee eines interdisziplinären Forschungsprogramms«. Und dieses ist quasi das Gründungsdokument der Tätigkeit des Exzellenzclusters normative Ordnung, welchem vor kurzem leider von der DFG die Förderung versagt wurde. Da habe ich jetzt nichts zu gesagt. Sie wollten mit ihrem Programm einen Blick auf die interne Verfasstheit von sogenannten normativen Ordnungen werfen. Diese verstehen Sie als Rechtfertigungsnarrative und stellen sie als eine Ansammlung mehr oder weniger guter Gründe für oder gegen etwas dar. Bestimmte Ordnungen von Rechtfertigungen können sich auch auf relative Zeit institutionell verfestigen und sich in Konfliktmomenten wieder auflösen. Zusammenfassend geht es also um die immerwährende konflikthafte Aushandlung von dem, was als gerechtfertigt angesehen werden kann und was nicht. Fragen können hierbei sein, wer hat politische Autorität oder wie sieht eine legitime Verteilung von Lebens- und Grundgütern aus? Und daran soll dann interdisziplinär geforscht werden. Denn es gibt so Forst und Günther nicht nur rechtliche, sondern auch moralische, sittliche und politische Normordnungen. Folgerichtig erscheint den beiden das Projekt auch mit entsprechenden wissenschaftlichen Sparten zu untersuchen. Es soll aus politikwissenschaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher, philosophischer, ethnologischer, juristischer, religionswissenschaftlicher Weise auf das Entstehen normativer Ordnung geschaut werden. Oder, wie Sie in Ihren einführenden Worten auf der Homepage selber formulieren, diese Fragen sind komplex. Deshalb arbeitet der Exzellenzcluster interdisziplinär von der Philosophie, den Geschichtswissenschaften, ich habe es eben gerade schon gesagt. Dabei sieht das Ergebnis der Interdisziplinarität am Ende so aus, dass auf den einzelnen Gebieten jeweils eigene Ergebnisse zusammengetragen werden. Eine Vermittlung auf inhaltlicher Ebene ist damit erstmal nicht vorgesehen. Und ich glaube, hier haben wir den Punkt, der alle interdisziplinären Forschungsprogramme, aber auch Studiengänge und vielleicht tatsächlich auch diesen Kongress zusammenhält. Sie sehen sich alle mit irgendeiner Komplexität konfrontiert. Und gerade den Punkt der Komplexität finde ich tatsächlich bemerkenswert. Es scheint den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufgegangen zu sein, dass sie in irgendeiner komplexen Welt leben. Aber scheint ihnen auch aufgegangen zu sein, dass nun ein Mittel zur Hand ist, damit umzugehen. Betrachte die komplexe Welt interdisziplinär. Ich glaube, gerade aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist zu sagen, irgendwie waren die Gesellschaften der Moderne schon immer auf welche Art und Weise komplex. Bereits Rousseau erkannte in Pariser Salon Gesellschaften Aufgesetztheit, Unnatürlichkeit und das irgendwie geartete Abheben von der Einfachheit der sozialen Gebilde, welche die frühe Soziologie als Gemeinschaft und eben nicht als Gesellschaft verstand. Dennoch schloss bisher niemand so wirklich die Dringlichkeit der Hinwendung zur Interdisziplinarität daraus. Bei dieser heute so gängigen Vorstellung der Interdisziplinarität scheint es mir also weniger um den Inhalt zu gehen, als vielmehr um eine Mode. Denn Komplexität reicht mir als alleiniger Grund eben nicht aus. Wenn das Material sowieso immer komplex ist, dann reicht der Verweis darauf eben nicht zu einem interdisziplinären Ansatz. Und dennoch möchte ich das nicht ganz abtun. Ich habe vor einigen Monaten eine Konferenz besucht, bei der Nancy Fraser etwas Ähnliches gefordert hat. Sie beklagte,
dass gegenwärtig alles in Einzelwissenschaften zerfällt und es eigentlich keine einheitliche Perspektive, keine Perspektive der Totalität mehr gibt. Und das, muss ich sagen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Schließlich leben wir in einer Welt, die sich zumindest subjektiv für einige oder viele, und da schließe ich mich ein, so anfühlt, als ob sie immer komplexer würde. Ein anderes, vielleicht noch stärkeres Gefühl ist hier aber das von Ohnmächtigkeit. Krise folgt auf Krise, man weiß gar nicht, wann die eine anfängt und ob die andere schon aufgehört hat. Gleichzeitig scheint das alles den rechten Kräften in die Hände zu spielen und linke Parteien stehen fast überall in Europa mit dem Rücken zur Wand. Und welche Aufgabe hat kritische Wissenschaft dabei? Und welche Verantwortung trägt sie in dieser Lage? Genau diese, das sind Fragen, die meiner Meinung nach direkt in die 20er und 30er des letzten Jahrhunderts verweisen. Auch hier hatte man Krisen zu bewältigen und stand mehrere Male mit dem Rücken zur Wand. Erstens bei der Niederlage in der Novemberrevolution 1918-19, zweitens beim Sieg der Nationalsozialisten 1933. Ich kann heute nicht wirklich auf beide Punkte eingehen, aber ich möchte die Theorie, die sich an die Ereignisse um 1918 anschloss, in ihrer frühen Phase etwas nachzeichnen. So hoffe ich, eine bessere Antwort auf die Frage der Interdisziplinarität zu finden, als diese Welt ist sehr komplex, daher brauchen wir interdisziplinäre Forschung. Westlicher Marxismus und frühe kritische Theorie. Als Georg Lukács im Spätsommer 1919 aus Ungarn flüchtete, nahm er wahrscheinlich viel mit, was er zu verarbeiten hatte. Die Räterepublik dort war zusammengebrochen und als einer der Beteiligten musste er erstmal in Wien untertauchen. In den folgenden Jahren fasste er seine Artikel, die zum Teil in der Revolutionszeit selber entstanden, zu einem Buch zusammen. Geschichte und Klassenbewusstsein, so ist der Name, wurde 1923 veröffentlicht und tatsächlich zu dem Klassiker des westlichen Marxismus. Lukács beginnt seine hegelianische Interpretation des Marx'schen Erbes mit der Frage nach dem Zusammenhang von Theorie und Praxis. Hierbei macht er den Punkt, dass Denken und Sein und damit auch Theorie und Praxis gleich ursprünglich sind, um mit Habermas zu sprechen. Ich glaube, der Vorreferent ist schon weg. Das sind tatsächlich sozusagen zwei Seiten derselben Medaille. Klar unter dem Eindruck der vorangegangenen Revolutionen, die kapitalistische Herrschaft real zu überkommen, bestimmt er die Funktion der Theorie darin, dass die objektive Bewegung der Geschichte in eine bestimmte Richtung drängt und die Theorie diesen Schritt letztendlich praktisch möglich macht. Die Theorie macht ihn dadurch möglich, dass sie sozusagen das ausspricht, was gegeben ist und es dadurch durchdringbar macht. Es handelt sich hierbei also um eine materialistische Konstruktion eines Begriffs der Theorie. Sie steht nicht für sich, ist nicht unabhängig von den Verhältnissen, in denen sie entsteht. Oder in Lukács' eigenen Worten, die Theorie ist ihrem Wesen nach nichts anderes als der gedankliche Ausdruck des revolutionären Prozesses selbst. Das Verhältnis der Theorie zur Praxis also wird hier ein dialektisches. Theorie entstand selbst der Praxis, kann aber, wenn sie praktisch Möglichkeiten zur Veränderung ergeben, diese bewusst vorantreiben. Sie kann hierbei die Situation, so wie sie ist, zu Bewusstsein derjenigen führen, die die Macht haben, sie zu verändern. Und da ist natürlich bei Lukács die Rede vom Proletariat. Hier zeigt sich schon die Verbindung zum Titel des Buches. Die Geschichte bietet, also Geschichte und Klassenbewusstsein, ne? Die Geschichte bietet objektive Entwicklungen und Möglichkeiten zur Befreiung, welche aber nur durch Klassenbewusstsein umgesetzt werden können. Will man diesen Punkt ernst nehmen, will man sagen, dass das eigene wissenschaftliche Tun praktische Relevanz für eine Zukunft, für die Zukunft der Gesellschaft hat, dann stellt sich die Frage, inwiefern Theorie das kann. Ich meine, soll sie einfach irgendwelche Sachen erzählen, die sie sich gerade mal so ausdenkt und vielleicht gerade mal irgendeine Stimmung anheizen, weil man will ja politisch sein? Und welche Ergebnisse kann das überhaupt bringen? Wissenschaftliche Tätigkeit oder Theorie, wie Lukács das hier nennt, soll sich natürlich nicht irgendwas ausdenken. Damit würde auch die vorgeschlagene materialistische Perspektive verlassen werden. Denn die Dialektik von objektivem Sein und Denken zerbricht, wenn eine Seite einfach durch die andere ersetzt wird. Das wäre tatsächlich das Kippen in Idealismus, was bereits Marx kritisiert hatte. Vielmehr
bedeutet die dialektische Methode bei Lukács eine bestimmte Form der Begriffsbildung. Und zwar eben einer dialektischen Begriffsbildung. Diese will natürlich erstens nicht bloß anschauend sein, sondern weil sie sich bewusst ist, dass sie einen Teil dazu beiträgt, die kapitalistische Gesellschaft zu überwinden, bezieht sie erst Stellung. Zweitens möchte eine dialektische Begriffsbildung auf solche Begriffe abstellen, die, wenn sie einmal stehen, sich auch verändern können und dennoch einen gewissen Kern behalten. Das heißt natürlich, dass sie sich in Widersprüchen, Widersprüche in ihnen ausbilden können. Max Horkheimer hat in seinem berühmten Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie von 1937 eben diese Form der Begriffsbildung zum Kernbestand seines Denkens gemacht. Dort wählte er das Phänomen des Tausches zur Illustration seiner Begriffsbildung. So kann der Tausch in Bezug auf verschiedene Gesellschaftsformen verschiedene Bedeutungen annehmen. Zum Beispiel, also ich denke an, in feudalistischen Gesellschaften wurde auch getauscht, in Sklavenhaltergesellschaften auch und so weiter und so fort. In der kapitalistischen Gesellschaft nimmt er jedoch eine ganz bestimmte Rolle ein. Unter dem Hinzuziehen von Gattungsbegriffen wie Ware, Wert und Geld soll gezeigt werden, wie das Tauschverhältnis entsteht, welches wir heute den Kapitalismus nennen. Da der Tausch ein gesellschaftliches Verhältnis ist, sind es auch seine Folgebegriffe und daher auch der berühmteste Begriff aus dem marxischen Kosmos, das Kapital. Natürlich gibt es bei Marx griffige Definitionen dazu, aber wer aufmerksam Marx verfolgt, sieht, dass es sich nicht einfach um das einfache begriffliche Festhalten einer Tatsache geht, sondern um die Frage, wie kann unter bestimmten, wirklich bestimmten Besitzverhältnissen zu einer bestimmten Zeit der Tausch, der nun ja wirklich seit Millionen existiert, sich in diese ganz bestimmte Gesellschaftsform, die wir heute Kapitalismus nennen, einfügen. Eine Gesellschaft mit Privatbesitz an Produktionsmitteln, die produziert, um zu tauschen und nicht um zu konsumieren. Marx selber ist leider schon zu früh verstorben, um sein Projekt fortzusetzen. Aber wir wissen, dass er plante, in späteren Büchern aufzuzeigen, wie die spezielle Erscheinung des Tausches im Kapitalismus sich auf den Staat und auch das Recht niederschlägt. Wenn Begriffe wie Tausch, Ware, Wert, Geld und letztlich Kapital eigentlich nicht einfach einen bestimmten Sachverhalt letztendlich definieren sollen, sondern als Hilfsstellung dienen, um verschiedene Gesellschaftsverhältnisse auszudrücken, dann sind sie nicht einfach stillstehend und ewig da. Sie enthalten all jene Widersprüche, die die Realität, die sie ausdrücken möchten, ebenfalls objektiv enthält. Und sie enthalten bereits das Interesse, über diese Verhältnisse hinaus zu gelangen. Und das nicht, weil sie idealistisch einfach vom Theoretiker hineinfabuliert werden, sondern weil dieses Interesse in dem Gesellschaftsverhältnis, welches der Begriff ausdrückt, objektiv besteht. Ich möchte nun zu dem Punkt kommen, der auch dem Vortrag seinen Namen gibt, zum Begriff der Totalität. Das geht am besten, wenn ich vorher noch von der metaphysischen oder, wie Horkheimer sagt, traditionellen Theorie abgrenze. Lukács kritisiert bürgerliche Wissenschaft dafür, dass sie den Zusammenhang von Denken und Sein missachtet. Und nicht nur das. Sie will bewusst nicht von diesem Zusammenhang ausgehen, denn sie behauptet, nur so könne Objektivität bewahrt werden. Der Sozialwissenschaftler ist hier also getrennt von seinem Untersuchungsgegenstand. Dabei versucht die traditionelle Theorie, Begriffe so zu entwerfen, dass sie möglichst exakte Definition für einen Umstand liefert. Unter diese möglichst engen Begriffe sollen dann die empirischen Fundstücke untergeordnet werden. Und, gelingt das nicht immer, muss eine Veränderung der Definition vorgenommen werden. Man erkennt hier also schon den Unterschied zur Begriffsarbeit in der dialektischen Methode. Die dialektische Methode versucht, eine Langzeitentwicklung im selben Begriff zu verfolgen, um damit die Widersprüche offenzulegen und praktisch über sich hinauszutreiben. Die metaphysische Methode oder traditionelle Theorie entwirft viele Begriffe, die je nach Gusto andere Aspekte einer Gesellschaft fixieren und tatsächlich auch irgendwie auf eine bestimmte Weise sichtbar machen.
Und sollten diese Begriffe einmal nicht mehr der empirischen Realität entsprechen, dann müssen diese Begriffe mal ebenso ausgetauscht werden. Das heißt, in der metaphysischen oder traditionellen Theorie ist da erstmal ein Begriff gefunden, dann hofft der Theoretiker, dass er hier quasi ein Naturgesetz gefunden hat. Ähnlich wie Newton, der das Gesetz der Schwerkraft entdeckte, welches bis heute noch nicht widerlegt wurde. Und das hat Folgen auf zwei Ebenen. Auf der strukturellen Ebene erscheint das Untersuchte der traditionellen Theorie daher als Ansammlung von Gesetzen, die bis zu ihrer Widerlegung erst einmal ewig gelten. Und diese sind auch nicht veränderbar, was ja auch ohnehin nicht die Aufgabe der traditionellen Wissenschaft wäre. Sie soll ja immer nur beobachten und nicht teilnehmen. Darüber hinaus existieren in ihr keine Widersprüche, da diese ja als Ausweis der Hinfälligkeit von einer These überhaupt gelten. In der dialektischen Methode oder kritischen Theorie erscheint das Untersuchte im Fluss der Veränderung, in seinen Bedingungen und vor allem nicht als etwas Unendliches. Es erscheinen in dieser Perspektive die Bedingungen jeder Gesellschaftsform, die sich einmal in einer anderen, vorhergegangenen Form entwickelt haben. Vor allem aber werden die Akteure klar, die die Bedingungen geschaffen haben und sie immer wieder reproduzieren. Es sind die Menschen, die ihre eigene Geschichte machen. Wenn zu dieser objektiven Gegebenheit ihnen das Bewusstsein tritt über die Möglichkeit der Veränderung, dann können sie tatsächlich ihre eigene Geschichte bestimmen. Auf der Ebene der Organisation der bürgerlichen Wissenschaft, das ist die zweite Ebene, stellt sie sich nach Lukács als eine Fülle von getrennten Fachbereichen dar. Die Wissenschaftslandschaft ist genauso wie die kapitalistische Gesellschaft selbst hochgradig arbeitsteilig organisiert. So könnte man den Eindruck gewinnen, die einzelnen Teilgebiete hätten nichts mit anderen Bereichen zu tun und einzelwissenschaftliche Fragestellungen seien nur in abgegrenzten Bereichen von Belang. Lukács argumentiert hier, dass diese Sichtweise nur entstehen kann, wenn Denken und Sein künstlich getrennt wird. Denn kein Gebiet kann vor dem Hintergrund des Zusammenfallens von Theorie und Praxis letztendlich getrennt werden. Alle Teilgebiete der Wissenschaft gehören bei Lukács, dialektischer Methode, genau wie die politische Praxis zur selben, und jetzt kommt das Wort, auf das ihr alle gewartet habt, Totalität. Auch wenn man den kleinsten sozialwissenschaftlichen Zusammenhang analysiert, muss man am Ende fragen, welche Rolle spielt dies im gesamtgesellschaftlichen Prozess und welche Rolle spielt es von der Warte der Totalität aus betrachtet? Mit Lukács lässt sich also resümieren, für den Marxismus gibt es also letzten Endes keine selbstständige Rechtswissenschaft, Nationalökonomie, Geschichte und so weiter, sondern nur eine einzige, einheitliche Wissenschaft von der Entwicklung der Gesellschaft als Totalität. Das heißt jedoch nicht, dass es keine einzelwissenschaftlichen Fragestellungen gibt. Natürlich kann innerhalb einer bestimmten Wissenschaft eine Frage behandelt werden, jedoch muss sie theoretisch rückbezogen werden. Und geschieht das nicht, entfällt jener Erkenntnismoment, in dem die Dinge als menschengemacht und veränderbar erscheinen und damit tatsächlich jedes revolutionäre Potenzial innerhalb einer Theorie. Oder anders gesagt, Denken und Sein, Theorie und Praxis fallen auseinander. So soll schließlich das entwickelt werden, was Max Horkheimer, aber auch Theodor W. Adorno immer als die kritische Theorie der Gesellschaft bezeichnet haben. Und das ist nichts anderes als das, was auch in dieser frühen Phase mit kritischer Theorie gemeint war. Und ich würde ja sogar sagen, da kann man darüber diskutieren, das ist auch noch heute so. Ja, also wenn man jemanden fragt, ich mache kritische Theorie, sagt die Person, und dann fragt ihr, habt ihr schon mal was von Totalität gehört? Und die sagt, nein, dann bezweifle ich, dass es sich um eine kritische Theoretikerin oder einen kritischen Theoretiker handelt. Was ich also versucht habe zu machen, oder stark zu machen, ist also, dass das Zusammenfallen von Denken und Sein selber schon die Perspektive der Totalität ist, in der der subjektive Wunsch, aber auch die objektive Möglichkeit zur Veränderung der Verhältnisse bereits aufgehoben ist. Lasst mich zum Schluss kommen. Wir sind eingestiegen mit einem modernen Ansatz, der die Komplexität der Fragestellung und des Gegenstands ins Zentrum rückte. Ich habe es dahingegen kritisiert, dass ich meinte, Komplexität reicht allein nicht aus, einfach weil hoffentlich wissenschaftliche Tätigkeit schon immer mit guten und komplexen Fragestellungen agierte. Vielmehr erscheint mir das Verlangen nach interdisziplinären Arbeiten als eine Modeerscheinung.
Gleichzeitig habe ich aber mit Fraser auf die Notwendigkeit einer Perspektive der Totalität hingewiesen, in der mögliche Schritte im Politischen wieder sichtbar werden. Darauf habe ich versucht, mit Lukács Marx' Rezeption und Horkheimers früher kritischer Theorie daran anzuknüpfen. Hier habe ich versucht, aus dem Argument vom Zusammenfallen des Denkens mit dem Sein eine dialektische oder kritische Methode abzuleiten. Dabei waren für mich zentral, dass der Wunsch nach der Überwindung dieser Gesellschaft eigentlich nur mit dem Wunsch nach einer Interdisziplinarität zusammenfallen kann. Und das heißt, und damit schließe ich dann noch langsam, im Endeffekt, wir bekommen eine wahre Interdisziplinarität erst, also eine, die wirklich auch gut begründet ist, wenn man die inneren Zusammenhänge von politischer und bei Lukács sogar revolutionärer Praxis mit wissenschaftlich-theoretischer Aktivität zusammendenkt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wir interdisziplinäre Forschung nicht deswegen brauchen, weil diese Welt so furchtbar kompliziert ist, sondern weil wir eine Perspektive brauchen, in welcher wir die inneren Zusammenhänge der Gesellschaft erkennen und dadurch zu einer politischen Perspektive gelangen, die über diese Gesellschaft hinausweist. Darüber hinaus braucht es für echte Interdisziplinarität das Zusammenführen der Ergebnisse. Sie sollen nicht unvermittelt irgendwie in jemand anderen ihren eigenen Fach stehen, sondern müssen am Ende zu einer Theorie der Gesellschaft vermittelt werden, so wie es die kritische Theorie am Anfang mal vorhatte. Und das steht, so wie ich das bis jetzt sehe, völlig konträr zu den Angeboten von Interdisziplinaritätsbegriffen, wie sie gegenwärtig vorkommen. Und ich freue mich auf eine Diskussion und vielen Dank fürs Zuhören.